Das war das Gift. Giftgasbehälter. Natürlich, das Gas nutzen wir als Brennstoff für unsere Fackel. Hast du denn keine Angst, dass du ganz schön husten musst, Mama? Aber, Kinder, ich habe jahrelang bei der Ernte hinter Tante Metab arbeiten müssen und mich dann eigentlich mal zu beklagen. Ja und, Mama? Ihr kennt Tante Metab nicht mehr, Kinder. Ach, du meinst Zwiebel-Metab mit dem flatternden Rock, Mom? Genau, Kinder, genau die. Ich fühle mich angesprochen. Ich muss nämlich auch immer ganz doll vor zum Lichtstiebeln essen. Mir ist grün nimmt den Giftgasbehälter, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken. Okay, so, dann. Das ist die Spule, glaube ich. Stromschlagspule. Natürlich, die könnten wir als Anzünder für eine Fackel nutzen, wenn wir die übrigen Materialien hätten. Ja, wirklich, ich krieg gleich eine Schlange. Da. Riesenschlange. Natürlich, die Schlange wird als Wette für unsere Fackel dienen. Hast du denn keine Angst, dass sie dich ganz schön wirken wird, Mama? Ach, Kinder, die Mama ist das leider zu sehr gewohnt. Oh mein Gott. Mit einem routinierten Seufzen nimmt für mich aus jetzt habe ich das aus mitgeklickt. Entschuldigung. Egal. Ich wollte es eigentlich noch fertig lesen. Irgendwie hat meine Enter-Taste gerade gehangen oder so. So. Familie, sind Sie das? Und dann Nuklear, was sagen Sie? Wie bitte? Wie bitte? Haben wir doch nur eine Fackel. Anzünder. Ich habe doch einen Anzünder. Stoffwickel, Brennstoff. Anzünder? Was brauche ich denn als Anzünder? Ich habe doch alles untersucht, oder nicht? Achso, das habe ich noch nicht untersucht. Die Stromschlagspule. Natürlich, die können wir als Anzünder für eine Fackel nutzen, soweit wir die übrigen Materialien haben. Haben wir doch, Mama. Achso, ihr Klugen, nur einen Moment, gleich wird es wieder hell. Der Wickel kommt um den Stab. Das Gas tritt aus und zu guter Letzt ein Funke. Mama, ich kann endlich wieder sehen, dass ich mir die ganze Zeit die Augen zugehalten habe. Als ob euch die Mama im Dunkeln sehen lassen würde, Kinder. Selbstorganisierte Familienfackelfeier hebt den Erfahrungsschatz um 50 Punkte an. Sag mal, ist das eigentlich irgendwie alles einfach nur da, um. Habt ihr übrigens gerade gesehen, Gott, das war sogar ein eigenes Kartset. Quasi einfach nur schwarz gefärbt. Das ist so cool. So. Ja, jetzt können wir hier. Dinge tun. Denke ich. Ekelhaft. Wieso können sich organische Wesen nie an die definierten Parameter halten? Es war doch ausdrücklich ein Agieren ohne Lichteinsatz vorgesehen. Familie? Hallo? Kreuzen Sie einfach an, was Sie bedrückt. Warum antworten Sie nicht? Giraffenattacke? Nein. Kornblumenfäule? Intelligenter Bohnenkaffee? Ah, das ist ja. Tür an Löffel 3 verschlossen. Heika, ich habe wieder Kontakt. Öffnen Sie die Tür an Löffel 3. Sir, jawohl, Sir. Okay. Dann geht's jetzt weiter. Okay, das ist 0. Okay. Verschwinden Sie aus Würfel 0. Ihr Aufenthalt ist weder gestattet noch vorgesehen. Mama, warum klingt das Geld wie Onkel Hifsi, wenn jemand unangemeldet ins Bad platzt? Weil man auch Geräte mit runtergelassenen Hosen erwischen kann, Kinder. Pum, pum, pum.
Ist es nicht erstaunlich, sehr geschätzte organische Widerlinge, wie geradezu leichtfüßig sie sich in mich hineinversetzen können? Ist das nicht ein Wink auf all die Gemeinsamkeiten, die wir teilen? Worauf wollen Sie hinaus, Herr Gerät? Diese Zentralintelligenz ist der einzige Geist weit und breit, der Sie versteht, der Sie wirklich versteht. Überlegen Sie, was Sie aufgeben, sollten Sie sich gegen mich richten. Sie wollten meinen Kindern ein Unheil antun, unartige Apparatur. Zwischen uns gibt es keinen Bund. Niemals. Wir haben bereits an zu Hause die Liga. Familie Osglö, was sind Sie denn? Wo sind Sie diesmal hingeraten? Weil Sie Urus sehen, blicken Sie ihnen keinenfalls in die Augen. Ich glaube gerade, dass wirklich jetzt mal unterschiedliche Bilder sind. Eika, Familie Osglö sagt, ich stehe in einem Würfel 0. Der Grimme einer, den wir kommen. Oh Gott, das ist ein politisch sowas und unkorrekt. Hilfe. Oh mein Gott. Sagten Sie Würfel 0 Ketten? Wie ich gerade sagte, Eika, ich muss in dieser Frage ganz auf Ihre Brigitte vertrauen. Jedes Wort Ihres Vorgesetzten auf der Stelle zu archivieren. Sir, Würfel 0 wäre die zentrale Hauptleitstelle der Vernichtungsgruben, Sir. Aha. Von dort aus könnte unsere Familie auf das Röhrensystem Zugriff nehmen, das uns eingesaugt und getrennt hatte. Ganz einfach per Steuerpult. Ach, jetzt weiß ich übrigens auch, woran das die ganze Zeit diese Würfel in Anspielung sind. Das ist natürlich Cube. Mein Gott, also der Cube, ne? Der Film da mit den Würfeln und so. Und, falls niemand von euch kennt. Aha. Sir, nur einen Moment, Sir. Mama, was ist das? Unsere lieben Freunde werden uns das bestimmt gleich erklären, Kinder. Eika, was ist das? Captain, das Röhrensystem-Steuerungspult ist wirklich kinderleicht zu bedienen. Warten Sie ab, im Nu ist die Arke Saru-Flieger wieder versammelt. Seht nur, wir müssen uns keine Sorgen machen, Kinder. Sogar Sultan Nuklear meint, die Apparatur soll sein kinderleicht zu bedienen. Hilfe. Ach nein. Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des Röhrenkontrollpuls für Ihr ganz persönliches System diabolischer Vernichtungswürfe. Bitte bringen Sie für den Ausstieg in die Röhren in diese Anordnung. Wie bitte? Haben Sie sich die Anordnung gemerkt? Hervorragend, sehr geehrter Kunde. Nur eine letzte Anmerkung. Sollten Sie zusätzlich zu unseren vielfach erprobten Vernichtungsgruben noch an die Anschaffung einer kybernetischen Intelligenz denken, halt die Fresse, G-Force, Achten Sie bitte darauf, dass Sie niemals von der Anwesenheit des Vernichtungssystems erfährt. Wirklich niemals. So, jetzt sind Sie dran. Oh. 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 Chitterino! Ist mir gerade egal. Krack egal. Speichern bitte. Jetzt kriege ich wahrscheinlich schon ein P weniger, aber was soll's. So. So. Ein Fortschnitter, ne, so. Also, ach Gott, Schieberätsel, Hilfe. Du und dein Schieberätsel, Ritroll. Warte mal, wie ist denn das? Achso, so ist es gedacht. Ganz echt, ich hätte mir das nicht merken können. Nein, vergiss es. Ich und so aus, ich merke, dass es. Das funktioniert nicht. Ich bin da ganz schlecht drin. So,
So, das ist halt einfach wirklich nur mal eine Schiebewetze. Aber es ist eigentlich schon... Ja, okay, es ist schon eigentlich ganz... Man könnte sich das schon merken, wenn man ein besseres Gedächtnis hätte als ich, aber ich habe halt kein gutes Gedächtnis. Das ist mein Problem. So. Hopp, 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 hopp. So, dann ist das nicht auch ein Manga oder so, der irgendwie so, der vor kurzem rausgekommen ist, keine Ahnung. Ich glaube, das hier hat nicht, zumindest sieht es aus. Also, oh mein Gott, nee, das nicht, das dann nicht. Ich glaube, das nicht. Das Teil hier. Ich bin auch im Puzzle ganz schlecht. Also diese typischen Puzzle da, ne? Und so. Also auf jeden Fall dieselbe Hand, die ja schon als uns all verwendet hat, übrigens. Glaube ich. Zumindest. Sieht jedenfalls sehr stark danach aus. Bloß halt in XP-Stil. Ja, mit einer bisschen höheren Auflösung. So, haben wir das. Dann heißt, ich brauche hier das blaue Teil. Und ich brauche dich. Das dauert jetzt so schon viel zu lange. Das ist die Frage, das hier, ne? Wenn ich das bin, ich hätte, dann würde ich noch viel länger brauchen. Ich auch ein bisschen. Wir haben schon eine Dreiviertelstunde voll, verdammt. Das ist jetzt der. Wir sehen, ob ich noch den anderen Anschluss gerissen. Das hätte ich auch ohne machen können, ohne Lösung. Mir egal. Packt euch ein Eis, wenn ihr das ohne Lösung könnt. Ich nicht. Ich habe allein schon bei dem letzte vorhin mit dem NATO-Symbol, hätte ich nicht gewusst, woher ich die Lösung hätte nehmen sollen. Bin ich ganz ehrlich. Wahrscheinlich wurde die irgendwann vorher genannt oder so. Man hätte einfach nur wirklich rumprobieren müssen die ganze Zeit. Das fände ich ja ein bisschen blöd, ehrlich gesagt. So, genau, dann du da hinten oder du da oben, wie auch immer. Oh, ist das lustig. Oh ja. Voll schnell und so. So, und du. So. Errungenschaft Puzzle-Potentatin. Noch in der Zersplitterung hat sie das Ganze im Blick und setzt selbst klaffende Lücken wieder zusammen, denn die Teile fügen sich artig ihrem Willen. Mit dieser finalen Anstrengungsleistung winnt Familie Özgül das Rohrsystem in eine heldenwiedervereinigungsförderliche Anordnung. Sag mal, woher nimmst du diese ganzen Wörter immer? Jetzt sitzt du erst vor 5 Minuten und überlegst, was du denn schreibst oder 10 Minuten oder was? Und wie machst du das? Und ist schon als sauber zu schreiben ist. Wie machst du das? Hilfe! Zum Fick! Kannst du mir erklären, wie du das machst, diese Texte zu schreiben? Wie machst du das? Gott. Und schiebt sich 100 besonders putzlige GEP zu. Sag mal, hast du eigentlich schon überlegt, Bücher zu schreiben? So irgendwie. Weil ich weiß ja, ob er das jetzt noch guckt, aber wahrscheinlich. Aber das wäre ja, das ich meine, gut, das ist jetzt kein wirklich so moderner Schreibstil. Ich glaube, da würdest du wirklich nicht die Masse nicht ansprechen. Fertig. Das ist unser Rohrzugang, sagt das Putzelbult-Kinder. Wieder rutschen, Mama. Hui. Ja, danke. So, okay. Ich würde eigentlich zumindest gerne aus dem Bunker raus. Familienantwort hier eingeben. Auf zu unseren Freunden am Moment noch. Was soll ich denn hier noch machen? Bitte. Mit dem Ding hier interagieren oder so? Ganz genau, total nuklear. Das Raussystem wird uns nun wieder zusammenführen. Alka, bis gleich. Sir, jawohl, Sir. Okay.
Tür wurde fest verschlossen, ein beständiges Schaben ertönt, es an der Raum selbst in Bewegung, was natürlich nicht sein kann, da nicht einmal das kleinste Ruckeln zu bemerken ist. Ja, ja, es ist eindeutig, das ist eine Anspielung an The Cube, weil das nämlich auch passiert, dass die Räume sich bewegen. Auf zu unseren Freunden! Okay. Familie! Captain! Familie Uskül! Aika, mein Bester! Lieutenant Nuklear! Herr Aika! War das ein Abenteuer? Jetzt bin ich froh, Sie alle gesund und munter wiederzusehen. Wenn man sie in ihre Leitungsimpulse zerlegt, sind sie einfach nicht dieselben, fällt mir im direkten Vergleich auf. Ach, ist es schön, wieder eine Gesellschaft zu haben. Reden Sie einfach irgendwas, Hauptsache Sie umschwören mich mit Stimmen. Nur im Todeswürfel mit dem kalten Wasser wurde uns dann doch etwas mulmig zumute. Ist es die Möglichkeit? Sir, besteht die Möglichkeit, kurz auf das Problem einer immer noch diese Basis bausenden kybernetischen Intelligenz, die uns allesamt vernichten will, einzugehen, Sir? Heika, ich will Ihnen was sagen. Diese Möglichkeit besteht in der Tat. Sir, besten Dank, Sir. Als der heimtückische Herr Gerät dann das Licht ausschaltete, wusste ich hingegen, dass da einer bloß noch seine letzten Tricks ausspielt. Gehen wir das Problem der feindlichen Zentralintelligenz methodisch an und legen also unseren messerscharfen Verstand. Verstände? Eika, wie heißt der Plural von Verstand? Ist das für unser weiteres Vorgehen von Bedeutung, Captain? Es ist elementar! Sir, jawohl, Sir. Natürlich war nicht alles schlimm. Die Geschichte über den mächtigen Bai hat den Kindern viel Freude gemacht. So war es doch. Oh ja, Mama. Die Zentralintelligenz scheint die gesamte Besatzung der NATO-Basis ausgelöscht zu haben. Oder trafen sie noch auf ein Zeichen möglicher Überlebender? Bedauerlicherweise nicht. Das habe ich mir schon von Anfang an gedacht, wo da dieser Computer ins Spiel kam. Irgendwie halt so ein bisschen so ein Mischung aus Cube, Hell und GLaDOS. Irgendwie. Und bei Ihnen, Familie? Das Lagerfeuer am zerstörten Lasergeschütz hatte sehr schön geknistert und war eine willkommene Verschnaufpause. Also müssen wir davon ausgehen, dass die gesamte NATO-Einrichtung von einem feindseligen Rechengehirn übernommen wurde. Ich sehe nur einen möglichen Plan. Sagen wir es kaputt. Sir, exzellente Lageranalyse, Sir. Bleibt nur noch ein nagender Verdacht. Aika? Wenn die Zentralintelligenz das NATO-Hauptquartier übernommen hat, was kann sie dann alles mit den eroberten Möglichkeiten anrichten? Was hat sie bereits angerichtet? Wovon reden Sie, Heiker? Vom Atomkrieg, Captain. Ich dachte, das waren die Kommunisten. Captain, wollen Sie etwa andeuten, der Blecheimer ist nicht nur äußerst mörderisch, sondern auch noch Kommunist? Aber zum Glück haben die alles geschafft und ich glaube, der Rest wird nur noch ein Klacks. Akisaiu, Flieger, mit der Macht des Atoms. Captain Atom erhält eine EP. Ja, jawohl, Sir. Weiß die Familie Ustugül die letzten Geschehnisse noch einmal so lebhaft ins Gedächtnis gerufen hat, wächst ihre Erfahrung um 25 Punkte. Das ist schön für sie. Jetzt ist sie stärker als wir quasi, weil sie mehr EP hat. Super. Nice, nicht. Ja, ich bräuchte trotzdem immer noch mal ein bisschen Heilung irgendwie so gefühlt. Aber naja. So Leute, aber bevor wir jetzt das Finale machen, ich glaube, das schaffen wir nicht mehr in der Aufnahme, würde ich sagen, machen wir jetzt einen Cut und dann darf Chesra das machen. Chesra, bitte, schreib's dir auf oder so. Oder was auch immer. Merk's dir, in deinem kleinen Mini-Gehirn da oben. Nein. Bitte, 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 bitte den Zerhexer bauen. Bitte den Zerhexer bauen. Den Zerhexer bauen, Zerhexer bauen. Bauen Zerhexer. Ja, merkt ihr das? Ja, komm, los, merkt ihr. Dass wir den endlich haben. Und dann das Ding auch mal ausprobieren. Mal gucken, was das macht.
und gucken wir dann wirklich hier ein paar Sachen, die wir nicht brauchen, wegschmeißen können und im Pub umwandeln können. Ich denke mal, dass das wahrscheinlich so sein wird. Zum Beispiel hier diese alte Gasmaske, die man nicht mehr braucht oder so, oder Nudelholz, nee. Krone, aha. Eine Krone zum Beispiel, ich glaube, der Wert ist beachtlich. Das kann man wahrscheinlich auch mal so Pop umwandeln, Trimmmeisterhut. Das nicht unbedingt. Der Herren, die Herrenhude, Hude. Also alles, was halt Immun- oder Elementschutz gibt, das nicht unbedingt. Aber es halt nur Verteidigung gibt und so ein Scheiß, das können wir, glaube ich, alles vernichten. Das brauchen wir alles, glaube ich, nicht mehr. Wenn ich mir so die Sachen angucke. Ach, der hat die Chasseurmünze auf. Okay. So. Plus 20 Handwerk. Nice. Ach, du hast schon Garten. Wir hätten vielleicht noch ein paar Gartenkreise bauen sollen, ha? Die hat auch eine Gartenkreise. Okay, gut. So. Dann sprechen wir mal eben kurz und ich mache jetzt den Cut. Und wir sehen uns dann das nächste Mal bei Let's Play. Endzeit. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich wollte schon die reißende All sagen. Falsches Spiel. Wo sind Leute? Auf Wiedersehen.